irgendwie ist es schon komisch, auch so Bilder von früher zu sehen und halt zu wissen, okay, dieser Mensch ist halt so in der Form nicht mehr da. Heute treffe ich Laura. Ihr Vater hat sich vor etwa 4 Jahren geoutet, lebt heute als Frau und nennt sich Nora. Ich frage mich, hat das Coming-out die Vater-Tochter-Beziehung verändert? In dieser Anfangsphase dachte ich halt schon so, puh, vielleicht ist, also ja, könnte auch jetzt ein ganz anderer Mensch bei rauskommen. Ja. Eure Fragen habe ich auch mit dabei und damit herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo Laura! Wie geht's dir heute? Gut, und dir? Mir geht's sehr gut, ich freue mich hier zu sein. Warum sind wir eigentlich hier? Wir besuchen heute meinen Papa. Der hat sich nämlich vor mittlerweile fast 4 Jahren als trans geoutet und lebt als Frau. Also ich habe schon mal direkt ein paar Fragen, aber wollen wir vielleicht weitergehen? Vielleicht können wir uns noch einen Kaffee holen oder so? Ja, gerne. Also gibt es einen Grund, warum du heute zu Besuch kommst? Ja, wir gehen später zum Handball. Mein Papa hat nämlich früher Handball gespielt. Ich habe dann wegen ihr mit so 7 oder 8, glaube ich, angefangen, Handball zu spielen. Da kommen wir auch mit. Da kommt ihr auch mit. Und du sagst jetzt dein Papa. Genau. Das war auch eine Frage, die sehr häufig aus der Community gefragt wurde. Ja. Warum ist Nora jetzt noch dein Papa? Wir hatten da auch tatsächlich nur ein relativ kurzes Gespräch drüber, weil das für uns beide sehr schnell klar war. Und für mich ist auch irgendwie Papa losgelöst vom Geschlecht. Das ist halt einfach dieser Mensch, der mich mit großgezogen hat. Jetzt trinken wir uns erstmal einen Kaffee und dann sprechen wir weiter. Wie bist du denn aufgewachsen? Also mit deinen Eltern zusammen? Genau, ja, die waren zusammen. Ja, die haben sich dann auch letztes Jahr nach dem Coming-out meines Papas getrennt. Okay. Und bist du mit Geschwistern aufgewachsen? Oder? Ja, ich habe einen großen Bruder. Der wohnt auch nicht mehr hier. Ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann, aber hast du schon vor dem Coming-out irgendwie ahnen können oder was gemerkt? Ja? Gar nicht. Sie hat das so ein bisschen vorangekündigt, dass sie mal mit uns reden möchte. Was hast du da gedacht, was da kommen würde? Ich bin schlafen gegangen und dachte, einfach bald Krebs. Ja. Und es war ja dann Gott sei Dank nicht so und es war ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Aber sie hätte es vielleicht irgendwie anders ankündigen können. Wusste Nora in dem Moment, dass es für dich nichts Schlimmes ist? Ich glaube, sie wusste bei mir, dass das kein großes Problem ist, weil ich bin auch selber lesbisch. Ich habe mich schon einige Jahre vorher geoutet. Weißt du noch, was das für ein Tag war, an dem sie dir oder euch das erklärt hat? Sie hatte das halt am Tag davor angekündigt, dass sie mit uns sprechen möchte. Und dann sind wir auch morgens los spazieren gegangen zu viert, also mit meiner Mama und meinem Bruder. Und das war total merkwürdig, also es hat sich ganz komisch angefühlt. Es lag irgendwie so eine angespannte Stimmung in der Luft. Ich habe dann gemerkt, sie ist total unsicher, bis sie dann gesagt hat, was Sache ist und dass sie schon früh gemerkt hat, dass sie eigentlich ein Mädchen ist. Wie war das für dich am Anfang? Ungewohnt. Also ich war schon aufgeregt, als es dann so klar war, wir lernen sie jetzt kennen. Ich dachte, oh Gott, ich will jetzt auch nicht irgendwie falsch reagieren. Ich habe in dem Moment sie dann auch öfter so von der Seite angeguckt und gedacht so, das ist mein Papa. Also ist ja die gleiche Person, aber ja irgendwie auch nicht. Ja, wir waren zusammen beim Sport, wir haben wenig über Gefühle geredet. Es war irgendwie so eine klassische männliche Vaterfigur. Und dann war natürlich schon diese Frage, ist sie wirklich so? Hat sie auch all diese Interessen? Oder war das halt diese Rolle, die sie sich gebaut hat? Ich freue mich sehr, sie gleich endlich kennenzulernen. Können Sie auch einfach selbst fragen. Genau. Das machen wir jetzt. Hallo. Na? Hallo. Hallo, ich bin Aminata. Hi, Nora. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Ja. Schon viel gehört jetzt. Ich hoffe nur Gutes. Okay. Oh. Kommt rein. Das ist ja toll hier. Bist du das als Kleines? Ja, das bin ich. Das ist schon ein bisschen länger her. Mit wem wohnst du denn hier? Ich wohne mit meiner Ex-Frau hier. Wir sind kein Paar mehr, aber wir leben jetzt in der WG zusammen. Und dann auch jeder sein eigenes Zimmer? Jeder hat seinen eigenen, komplett eigenen Bereich. Aber ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir es immer noch geschafft haben, uns gut zu verstehen, die Verbundenheit zu erhalten. Ja, toll. Und eigentlich ist ja auch so, da wo Mama und Papa dann sind, halt, ist dann halt auch zu Hause. Zu Hause, genau. Zu dem Papa-Begriff hatten wir auch total viele Fragen aus der Community. Ne? Wie ist das für euch oder wie war der Weg dahin? Als Frau würde man jetzt automatisch sagen, dann muss das Mutter sein oder Mama. Nur, das ist nicht meine Rolle. Meine Ex-Frau ist diese Mutter. Aber wenn auch so einmal so eine andere Frau mit Papa angeredet wird, dann irritiert das. Und dann waren wir irgendwie im Supermarkt zusammen und dann habe ich sie irgendwo in den Gängen verloren und habe dann ihr hinterher gerufen, Papa, brauchen wir nicht noch Käse oder so? Irgendwie sowas war es. Und dann drehten sich auf einmal mehrere Menschen um und guckten total irritiert. Und in dem Moment ist bei mir überhaupt erst der Groschen gefallen. Eine ältere Dame, die guckte mich wirklich so nach dem Motto,
Die hat wahrscheinlich auch nicht mehr so gute Augen gehabt. Auf jeden Fall war da eine völlige Irritation. Aber das ist doch in Ordnung. Und dass ich nicht immer eine Frau war, ist ja erkennbar. Wir haben auch schon über das Coming Out gesprochen, aber ja nicht zu dritt. Mhm. Und ich habe da noch einige Fragen. Ja, klar. Vielleicht können wir uns da einfach hinsetzen. Ja, gerne. Wie erinnerst du dich an die Zeit vorm Coming Out? Ich habe die ganze Zeit als ganz normaler Mann gelebt. Ich wusste aber schon seit meiner Jugend, seit ich 14 war, dass ich eigentlich eine Frau bin. Und das hat sich immer dann offenbart, wenn ich zum Beispiel morgens ins Spiegel geguckt habe, weil ich war immer eine fremde Person für mich im Spiegel. Mhm. Und ich war ein heterosexueller Mann. Das heißt, ich habe auf Frauen gestanden und habe mich als Frau gefühlt. Das ist ganz merkwürdig. Du hast gesagt, du hast in den Spiegel geschaut und eine fremde Person gesehen. Ja. Wenn du das so hörst, Laura, wie ist das für dich? Also am Anfang war das, glaube ich, schockierend zu wissen. Dann war es auch irgendwie schmerzhaft zu wissen, dass es dir so lange so ging. Weil ich stelle mir das schrecklich vor. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel alte Fotos sehe oder so, dann ist es für mich auch bestimmt was anderes, sie zu sehen als für dich. Weil für mich war halt diese Person auch nicht fremd, die dann da auf den Bildern ist. Ne? Wir können uns auch gerne zusammen Fotos angucken. Ja, gerne. Ich finde es total schön, dass es irgendwie die Bilder zeigt. Irgendwie ist es so für mich noch mehr vom Verständnis, dass du sagst, okay, mein Vater. Also irgendwie ist es schon immer komisch, auch so Bilder von früher zu sehen und halt zu wissen, okay, dieser Mensch ist halt so in der Form nicht mehr da, ne? Und wie ist das für dich? Ich habe überhaupt kein Problem damit, mir die Bilder von damals anzuschauen, weil ich war das ja und ich habe mich damit arrangiert. Und man lernt ja auch in der Zeit zu verdrängen. Wie würdet ihr eure Vater-Tochter-Beziehung beschreiben? Also ganz damals, als ich wirklich noch klein war, würde ich sagen, war ich schon so ein Papakind. Irgendwie wollte ich schon immer alles machen, was Papa macht und so. Als ich dann auch erwachsen war, wir hatten immer eine gute Beziehung, das auf jeden Fall. Ja. Aber und ihr hat schon so ein bisschen die Tiefe gefehlt. Es war eine oberflächlichere Beziehung. Ich habe mit dir nie groß über emotionale Themen geredet. Dein Coming Out war ja relativ spät, sag ich mal. Warum war das so spät und was sorgte dafür, dass du es dann gesagt hast? Also ich habe ja ein Coming-out in 2019 gehabt und in 2017 war für mich immer noch klar, auch wenn ich wusste, was mit mir los ist, ich nehme das mit ins Grab. Und dann hat 2018 mein Körper verrückt gespielt. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen und es geht auf Monate, macht einen das fertig. Ja. Und mein Körper hat mir dann gesagt, das mit ins Grab nehmen, vergiss mal. Mhm. Entweder das kannst du machen, dann geht es aber auch ziemlich schnell. Mhm. Oder aber du öffnest dich und das habe ich dann gemacht und seitdem ist es ein ganz neues Glücksgefühl. Der Tag, an dem du all deinen Mut zusammengefasst hast und das dann erzählt hast, wie kannst du es nochmal mitnehmen? Es gab den einen Abend, wo ich meiner Ex-Frau quasi meine Geschichte erzählt habe, wo ich mit schlimmen Szenarien gerechnet habe. Mhm. Bin aber auf Verständnis gestoßen, habe an dem Abend auch meinen Namen geschenkt bekommen, weil ich hatte vorher keinen Namen. Ach, der kam von der Ex-Frau? Ja, ja. Und dann kam irgendwann halt auch die nächste Gelegenheit, wo ich meine Kinder gesehen habe. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment, weil ich wieder tierische Panik hatte. Mhm. Wie reagieren meine Kinder? Aber die beiden haben es toll aufgenommen. Ich weiß noch, wie wir dann da auf dieser Lichtung standen und uns einfach erstmal alle in Gruppenumarmung gemacht haben. Alle stehen da und heulen mitten im Wald rum. War schon sehr, sehr emotional. Ich bin froh, dass du das doch noch gesagt hast und nicht mit ins Grab nimmst. Genau. Aus der Community kam auch die Frage, was die größte Schwierigkeit für dich war nach dem Coming Out. Nicht die Frau sein zu können, die man gerne optisch und äußerlich sein möchte. Jetzt habe ich dann nach dem Coming Out auch eine Hormontherapie angefangen. Die hat nochmal zu einer zweiten Pubertät geführt. Mhm. Also ich war auch wirklich von den letzten 3 Jahren, 1,5 bis 2 Jahre, ziemlich unerträglich, weil egozentrisch und mit mir um mich selber kreisen. Hattet ihr anderen dann in dem Moment das Gefühl, okay, sie gibt uns jetzt gar keinen Raum? Das war so, das ist am Anfang. Ich hatte auch eine Zeit lang das Gefühl, ich laufe auf Eierschalen um sie rum, weil sie so viel Bestätigung brauchte. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen in meine eigene Pubertät zurückgedacht. Wie schminke ich mich? Was ziehe ich mir an? Das sind total große Themen. Und dann dachte ich mir, natürlich ist das bei ihr jetzt auch nur so, nur weil sie 57 ist. Kann man trotzdem pubertieren. Kann man pubertieren, ja. Wir gehen ja heute zum Handball. Wann wart ihr denn das letzte Mal zusammen beim Handball? Wir haben es früher häufiger gemacht, weil du bei meinen Spielen
allermeistens dabei warst. Das heißt, ihr wart lang nicht und... Ja. Genau. Dann wird es noch mal schöner heute. Ja, ich freue mich jetzt. Wer spielt überhaupt? Leverkusen gegen irgendjemanden. Ihr wisst es für euch, so generell in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe noch keine Diskriminierung erfahren. Das finde ich so toll. Traurig, dass mich das überrascht und ich das toll finde. Aber Transfeindlichkeit ist einfach so ein krasses Thema und es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es überall stattfindet und man davor gar nicht fliehen kann. Vielleicht liegt es aber auch an der Wahrnehmung. Weil ich weiß ja, dass die Menschen teilweise irritiert sind, wenn sie mich sehen, dass sie verunsichert sind. Und dann ist das ja auch ein Stück weit deren Recht, auch erstmal irritiert zu sein. Was mich auch echt überrascht, ne, weil das war natürlich auch so eine Sorge, die ich hatte am Anfang. Es gibt häufig genug Fälle von Transfeindlichkeit, wo ich dann schon jedes Mal schlucken muss. War natürlich dann auch sofort dieser Gedanke, das hätte jetzt ja auch mein Papa sein können. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie die Beziehung zu euren Eltern ist oder war. Ruhig spielen, zu Ende spielen. Ja! Ja! Oh, der Firma faul. Ja. Okay, Halbzeit. Du warst ja schon öfter hier und kennst auch ein paar Leute, ne? Ja, genau. Also ich habe hier in der Jugendmannschaft gespielt. Wie ist das, wenn du zum Beispiel Leute triffst, die du jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre nicht gesehen hast? Erstmal natürlich erkennen sie mich nicht, weil ich jetzt ja anders aussehe wie früher. Das heißt, dass nicht nur 10 Jahre dazwischen, sondern halt auch eine etwas anderes Styling. Aber dann irgendwie passt es dann und das sind immer dann schöne Erlebnisse, weil auch Überraschung mit dabei ist, aber auch immer Freude. Also ich krieg so viel Komplimente dann gemacht, von daher ist das immer positiv. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es schon weiter ging und ich gerade zu viele Fragen gestellt habe. Ich habe das völlig geschockt auf der Brutalität. So, jetzt in den letzten 3 Sekunden noch mal eins. Nein. Leider haben wir jetzt verloren, aber war trotzdem ein tolles Spiel, fand ich. Oder? Ja, hat Spaß gemacht. War vor allem so, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme rein und nach 3 Sekunden war ich in der Co-Trainerin. Ja. So war das früher übrigens auch auf dem Rängen. Laura, du meintest ja, dass du immer viele dieser Klischees von Männlichkeit auf jeden Fall erfüllt hast. Hast du das gefühlt? Ich habe ja Sportarten gemacht, die auch teilweise ziemlich abgedreht sind. Ich habe Fallschirm gesprungen, ich habe einen Flugschein gemacht, ich habe Zehnkampf gemacht noch. Und das sind alles so Sachen, wo ich einfach damit ganz klar dokumentieren wollte. Denkt überhaupt nicht drüber nach. Mm. Ich bin ein Mann. Würdet ihr sagen, dass es die Vater-Tochter-Beziehung verändert hat? Also für mich schon. In dieser Anfangsphase der Transition, wo du auch durch deine Pubertät gegangen bist, dachte ich halt schon so, könnte auch jetzt ein ganz anderer Mensch bei rauskommen. Ja. Hattest du da Angst zwischendrin, dass du deinen Papa verlierst? Ja, also ich hatte schon auch so, dachte mir so, vielleicht finden wir auch gar nicht mehr so diese gemeinsame Ebene. Und heute, jetzt wo du langsam deine Pubertät auch überstanden hast, danke. Merke ich schon auch doch, dieser Mensch ist noch da. Ja. Und eigentlich ist es viel schöner als das, weil du halt jetzt viel offener bist und man halt auch merkt, dass sie viel befreiter und viel glücklicher ist. Ne? Ist egal, ich muss jetzt mal. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, euch heute kennenzulernen und bedanke mich für die Offenheit und fürs mit zum Handball nehmen. Das war sehr cool. Und wünsche euch alles, alles Gute. Ist jetzt dunkel, genau. Nora und Laura sind so ein tolles Papa-Kind-Gespann irgendwie. Ich finde das ganz eindrücklich, was wir heute alles gehört haben. Und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen irgendwie ganz viel Inspiration mitgibt und Motivation, Mut und Stärke. Und ja, man hört heraus, dass es schon etwas mit der Vater-Tochter-Beziehung gemacht hat, dass Nora ihr Coming-out hatte. Aber ich finde, es ist ganz klar, dass es eigentlich am Ende nur was Gutes war. Und das freut mich total. Wie ist die Beziehung zu euren Eltern? Schreibt uns das mal in die Kommentare und danach könnt ihr direkt unseren Kanal abonnieren. Und wenn ihr dann noch eine weitere Folge Follow Me sehen wollt, dann könnt ihr hier klicken. Da seht ihr eine Folge, in der Pablo Raphael getroffen hat. Der ist mit 2 Vätern aufgewachsen. Und hier gibt es eine Folge von Auf Klo. Dort sind Luca und Alicia zu Gast und erzählen, wie Lukas Coming Out die Beziehung der beiden verändert hat.